Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Bereit. Wir sind bereit seit dem Tag, als diese Dämonen uns angriffen. Wir reiten, um meinen Vater zu retten. Möge Amun mit uns reiten. Ja! Mein Speer gehört dir. Tod den Banditen des Sohns des Re. Tod allen, die von dem Krokodil... Was auch immer. Ich bin dabei. Wenn die Pferde wenigstens richtig rennen würden, ey. Ich bring dich um! Oh. Ja, hört mir! Du Wichser, hast das Pferd getroffen! Du musst gleich in Frieden! Bin in Ruhe! Nicht leid! Ich hab freie Schussbahn! Fang den ab! Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Jetzt sehe ich das erst, was die mit den Krokodilen hier machen. Bastard, du entkommst uns nicht. Hab ich dich. Stirb. Jawohl, die Rache. Können wir jetzt da hinten endlich mal hingehen? Die Pferde haben mittlerweile auch die Schnauze voll. Wer ist da? Was geht hier vor? Bitte, nicht noch mehr! Wer bist du? Warum bist du hier? Ein Freund. Kannst du gehen? Wir müssen dich hier rausbringen. Ich glaube nicht. Ich sehe nichts. Sie haben mich gefoltert und geblendet. Es gibt einen Dock vor dem Lager, da ist es sicher. Dann reiten wir da eben hin. Wow. Cora? Nein, Pferd. Ach, nicht aufsitzen. So. Vater, du lebst. Was ist los? Die Dämonen nahmen mir das Augenlicht, aber meinen Sohn nahmen sie mir nicht. Du hast mich gerettet, Rahotep. Er hat uns alle gerettet. Er hat 5 Dämonen erschlagen. Ich hab's gesehen. Rahotep, ab heute bist du ein Mann. Du hast dir dein Pferd verdient. Hm? Ich kann nicht mehr anführen. Das musst du jetzt tun. Vater, Bayek von Siwa ist auch hier. Er kämpfte mit uns. Du wirst in unserem Dorf immer geehrt werden. Heute Abend richten wir ein Fest aus. Bist du unser Gast? Dein Sohn ist tapfer. Es war eine Ehre, ihm zu helfen. Auch wenn er in Zukunft keine Hilfe mehr braucht. Er wird ein guter Anführer. Doch nun muss ich meine eigenen Dämonen jagen. Und auch das habe ich fertig. Gucken wir nochmal auf Ausrüstung. Können wir hier was ändern? Jawohl. Können wir. Was haben wir denn an Bogen nochmal gekriegt?
Bottosbogen ist der bessere. Todessturm, Großwildbogen. Legendärer Jagdboden. Ah, ist natürlich auch wesentlich besser, ne? Okay, 82. Ist das momentan das höchste? 75 meine kleinen Messerchen. Da habe ich jetzt auch schon welche gefunden, aber Hauchen und Stechen. Ah, die kriege ich erst ab Stufe 39. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Was ist mit dem Schild? Kriegen wir auch ein besseres? Der Kamel kann jetzt erstmal bleiben. Und hier mache ich mal lieber wieder die Giftpfeile hin. So. Gucken wir uns die Quest an. Prüfung des Sobek. Ein Geschenk der Götter. Ah ja. Zwei Punkte. Was nehme ich da? Kriegsbogen. Raubtierbogen. Achso. Drei Fähigkeiten. Okay, dann warten wir jetzt noch. Aber ich muss eh zur Karte. Denn wir können jetzt... Scheiße. Oh nee, ich habe vergessen, den Turm hier freizuschalten. Oh nee. Jetzt weiß ich gar nicht, was weiter entfernt ist. Ich nehme den hier. Das scheint ein guter Punkt zu sein. Ich wollte schon gerade sagen, was mit dem Wasser wird jetzt aber knapp. Ach, da hinten. Ah ja. Mhm. Ich habe kein Boot. Und, ach doch, da. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Boot. Geht das hier eigentlich auch? Ne, hier kann man keiner Straße folgen. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwelche bestimmten Wasserwege gibt. Muss man selber navigieren. Na gut, ist ja auch nicht schlimm. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh. Yes. Ich habe gesagt, das wird knapp. Also das ist definitiv im Arsch. Ich renne mit den Antilopen. Oder sind das Gazellen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es könnten Gazellen sein. Ich habe gar nicht geguckt, was das ist. Die Klinge der Göttin. Sprich mit Aya. Ich glaube, das da ist unser Schiff. Mäuschen. So, jetzt können wir loslegen. Jetzt bin ich bereit. Eine Vorwarnung, Bayek. Es gibt kein Zurück, sobald wir an Bord des Schiffes sind. Und es endet mit der Königin auf dem Thron. Oder unseren Köpfen auf einer Lanze. Ich verstehe.
Ich bin bereit. Vollkommen bereit. Viel Glück, Kriegselefanten sind die stärksten Gegner im Spiel. Mhm. Hä? Aber wir sind doch jetzt auf dem Wasser. Ich habe nicht oft eine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht. Es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Mein treuer Schildträger, bist du krank? Nur voll Ehrfurcht vor der Göttin. Wir müssen uns würdig erweisen. Ich kann nicht glauben, dass sie auf unserem Schiff ist. Ah, lass dich von ihrem Auftreten nicht täuschen. Sie braucht uns mehr als wir sie. Ah ja, sie ist die wahre Göttin. Dort, siehst du das? Ah ja, zeigst du bald schon den besten Ort, um Liebe zu machen? Genug, Fox. Jetzt machen wir Krieg. Brüder auf See! Heute haben wir wertvolle Fracht geladen. Königin Kleopatra, Herrin der Vollkommenheit, Königin von Biene und Binse. Mit so vielen weiteren anmaßenden Titeln, dass mir die Luft ausgeht, wenn ich sie nur denke. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit zum Bug richtet, werdet ihr bemerken, dass dort ein paar Freunde auf uns zukommen. Abgesandte unseres kleinen Pharaos. Wie nett von ihnen, uns zu besuchen. Dann heißen wir sie willkommen, oder? Wärmstens mit einer flammenden Begrüßungskugel. Alala! Das erinnert mich an einen Tag vor 20 Jahren, als ich mit den Piraten gesegelt bin. Die Sizilianer, oder? Ah, du hast davon gehört? Das stimmt. Auch damals ließ ich mich kaufen. Sie wollten Antiochia angreifen und brauchten ein paar zusätzliche Segel. Das war mein erster und einziger Ausflug in das Leben der Piraterie. Lieber bewahre ich mir einen Hauch von Anstand. Nur einen Hauch. Selbst dein Hauch ist schwer zu wahren. Er spricht! Der große Metzschei! Wir sind auf See, Kapitän. Der einzig Große hier bist du. Sehr gut gemacht. Das Seefahren liegt dir im Blut. Seefahren ist einfacher, wenn es keine anderen Schiffe gibt, die einen versenken wollen. Ruft ein Dutzend fehlende Trieren nicht die Flotte auf den Plan? Es wird etwas dauern, bis sie die Wracks finden. Vorwärts! Kapitän, mein Schild riecht wie Holzkohle. Du musst es. Bitte sei still. Wir machen weiter. Aber vorsichtig. Noch sind wir nicht in ruhigen Gewässern. Ich halte übrigens die ganze Zeit diese RT-Taste gedrückt. Boah, dieses Trommeln geht mir voll auf den Sack, ne? Hoffentlich bleibt der im Takt, der Junge. War das doch nicht Alexandria? Was war denn das für eine große Stadt? Da! Noch mehr vom Ptolemaios Schiffen! Sie wollen uns einkeilen und gegen die Küste drängen. Ich kann es dir ansehen. Warum sollten wir kämpfen? Wir drängen uns einfach durch und fahren direkt nach Alexandria. Der Weg muss sicher sein für Kleopatra. Wir müssen das tun. Diese Naked Yadet werden Reis Pfeile spüren. Schön ägyptische Schimpfwörter auf einem griechischen Schiff. Vielseitigkeit macht das Leben interessant. Und Blutvergießen. Alala, alala! Die Flotte erwartet Befehle, euer. Unsere Katapulte feuern auf dein Zeichen. Feuer! Wer war noch mal der Gott des Feuers? Feuer!
Weck ihn auf! Und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist! Oh, ich muss da mal weg. Das ist ein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann. Ich muss mal drehen. Alala! Die Flotte erwartet Befehle. Ein Zeichen und es wird Feuer auf sie herabregnen. Fahre nicht mit Munition. Klotzen, nicht kleckern. Wow. Die Flotte erwartet Befehle. Ein Zeichen und es wird Feuer auf sie herabregnen. Halte RB gedrückt und... Fahre nicht mit Munition. Klotzen, nicht kleckern. Ach so, und jetzt LB. Wir werden angegriffen. Wer war nochmal der Gott des Feuers? Weck ihn auf und sag ihm, dass seine Zeit gekommen ist. Ich verdrücke mich die ganze Zeit. Das ist ein Kampf, den man ohne Katapulte gewinnen kann. Alala! Normale Fahrt! Fahre nicht mit Munition! Boah. Ich habe mich die ganze Zeit immer voll verdrückt. Ich habe immer anstatt RT, habe ich immer RB gedrückt. Die Luft stinkt und nicht nach Männerschweiß. Was ist das? Halt, Foxy, das. Sieh dort, auf dem Wasser. Ist es grün? Zwei Schiffe versenkt! Ich hab Ptolemaios. Aber er hat eine schöne Marine. Ich bin kein Feldherr mit prall gefüllten römischen Schatzkammern. Das waren meine Männer! Ganz ruhig, Foxy, das. Wir sind noch nicht am Ende. Unsere Katapulte erledigen das. Sie werden bezahlen. Und teuer bei Zeus Eiern. Ich will den Ozean mit ihrem Blut tränken. Damastes, gib den Befehl, erhöht die Schlagzahl. Ja, mein Kapitän. Alala! Sie schicken eine Oktere, eine schwimmende Stadt. Verdammt, wollen die Götter meine Flotte versenken? Verfluchter Poseidon, ersticken sollst du an diesem alten Fisch. Kopf hoch, alter Mann. Beleidige die Götter nicht ohne Grund. Zornige Götter wären mir jetzt lieber als sanftmütige. Öffnet den Himmel und lasst irgendeine Scheiße auf uns regnen. Ein Biest muss noch erlegt werden. Achtung! Bereit zum Feuer! Feuer! Na los. Wir werden angegriffen. Denkung. Oi. Normale Fahrt. Bereit zu feuern. Feuer. Wir werden angegriffen. Ja, nicht gut. Deckung. Lang zurück, Senno. Scheiße. Schneller. Wir oh Gott. Sie. Oh Gott. Auf geht's. Das ist der Rhythmus. Feuer. Feuer. Und noch einmal. Schlag. So gefällt mir das. Die Götter haben Humor, Aya. Damals, als ich dich traf, hat mich auch die Gefahr wiederentdeckt. Bayek, du bist ein glücklicher Magi. Allerdings. Glücklich über deine grimmige Gesellschaft. Tut es dir leid, dass ich dich aus dem Ruhestand geholt habe? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mein Blut fließt schneller in der Hitze des Gefechts. Bei Zeus! So viel Aufregung habe ich seit den frühen Tagen von Kleopatras Vater nicht mehr erlebt. Ich bin jetzt einfach mal Richtung Leuchtturm gesegelt. Gerudert. Lass uns nicht voreilig feiern, alter Mann. Wir sind noch auf See mit einer Fracht im Wert von 1000 Schiffen.
Ob Kleopatra unbeschadet überlebt hat? Ihre Kleider sahen teuer aus. Alle sind sicher, das war's. Angriff von Steuerbord! Also verfahren! Ptolomäus-Schwächlinge sind nicht tot. Nehmt die Schilfboote und entkommt durch den Nebel. Ich erledige das hier. Das Schicksal ist ein räudiger Hund, Aya. Genießt die Ruhe, ich bleibe hier im Flieht, ihr Narren! Ignoriert die Pfeile! Der ist total irre, der Typ. Bevor wir kämpfen, ehren wir noch unsere Göttin! Jetzt spielen wir Aya. Die stärksten Gegner im Spiel. Nur die besten Spieler haben eine Chance, sie vielleicht zu besiegen. Na toll. Ich kämpfe nur mit zwei Messern. Upsala, das war ein Hickepick. Wir dürfen auf keinen Fall römisches Blut vergießen. Man kann nicht bis an die Zähne bewaffnet in den Palast spazieren. Dann legen wir die Waffen ab. Bewaffnet oder nicht, sie wird erkannt werden. Ja. Dies eine Mal mag ein königlicher Auftritt unnötig sein. Sollen wir sie jetzt mit dem Teppich darüber hieven, oder was? Tatsache. Seid ganz natürlich. Wir tun, als würden wir hier ein- und ausgehen. Vergesst das nicht. Wisst ihr, was ich jetzt nicht verstehe? Wir haben jetzt wirklich die ganze Zeit in dem Spiel damit zugebracht, Bayek zu, auszurüsten und hochzuleveln, ja? Und jetzt spielen wir, Aya? Ist die Königin wohl auf? Oh, die dicken Arsch. Alles gut. Wer sind wir? Ich übernehme das Reden. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Philaketei. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Och, das geht nicht gut. Nicht bei uns. Ah ja, ist okay. Auch erst Level 7. Oh, ist alles. Gäste, Legionär, rühren! Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13. Gesandte aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Philaketei dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Und das glauben die auch noch. Tretet zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der sivanische Krieger. Weiter hier entlang. Gäste, Legionär. Rühren. Sie sind auf jeden Fall schon bekannt, also Bayek. Wie sich das liest, liefere Kleopatra ab. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Das ist sogar wirklich passiert. Früher oder später musste Pompeii. Das muss ich kurz. Ich habe letztens so eine Dokumentation über Kleopatra gesehen.
Und das so mit dem Teppich ist tatsächlich passiert, glaube ich sogar. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie sich, ja, dass sie sich halt in diesen, also zu Caesar geschmuggelt hat, um ihn halt davon zu überzeugen, halt mit ihr Seite an Seite zu kämpfen. Und ja gut, dass sie ihn in ihr Bett gelassen hat, ist noch eine andere Sache, aber, ne? So, ja. Er war ein römischer Bürger. Oh, ja, ne? Oh, ihr Bruder. Pompeius war euer Gegner, Caesar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Caesar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle. Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Mhm. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Ja. Ne? Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in einen Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Tja, 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 tja. Ich glaube, Aya und Bayek vögeln jetzt miteinander, so wie sie es ständig tun, wenn sie alleine sind. Ah, oh, Senu. Caesar und Kleopatra haben es auf jeden Fall getan. Ah, oh, süß, süß. Ah, oh, Fresschen. Schöne Tiere. Aya, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Caesar. Hm? Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Caesar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen. Und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Dankeschön, meine Königin. Mit dem können wir nicht reden. Mit Caesar auch nicht. Also wie gesagt, das ist halt wirklich passiert, dass sie sich nach Caesar schmuggeln lassen hat.
und so. Und ich weiß aber nicht, ob es wirklich mit einem Teppich war. Ja, und halt, ne? Die Vögel. Und wenn, ich glaube, Caesar stirbt dann irgendwann. Und dann tut Kleopatra sich mit einem anderen Römer, der viel Macht hat, verbünden. Auch natürlich auf dieselbe Art, dass sie ihn in ihr Bett lässt. Ja. Habe ich dir von dem Poeten Catullus erzählt? Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach, nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Wir haben alles versucht. Das bezweifle ich. Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum! Seltsam. Diese Wand ist nicht ja. so... Es muss ein... Was ist das? Hab ich mich erschrocken. Ich wusste, es gibt einen Weg. Bei, kommt mit. Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Siva. Damals waren wir auch kleiner. Aha, sie kennen sich schon von kleiner auf. Aber es ist ja süß, dass wir wenigstens jetzt nicht die Dingens halten müssen, die Fackel. Aber schön, dass er mit dem Licht vorgeht. Wohin jetzt, meine Liebe? Oh, ich wünschte, ich würde so geliebt werden, ey. Scheiße. Schlangen? Nein. Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Sehr tief. Naja, ich warte mal auf unseren Mann und sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein großes Krokodil. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Ich habe dir den Rücken freigehalten. Meinem Rücken geht's gut. Warte mal, was für ein Krokodil? Da muss ich nochmal runter. Wo ist denn da ein Krokodil? Ich habe kein Krokodil gefunden. Okay, jetzt sage ich aber Tschüss, bis zum nächsten Mal.